Ja, hallo und herzlich willkommen hier heute auf der Vosges-Konferenz beim dritten letzten Tag hier auf Bühne 1. Gibt ein spannendes Programm nochmal zum Abschluss heute am Mittwoch auf vier Bühnen inklusive Workshops. Von daher wird heute nochmal viel geboten. Und wir hier auf Bühne 1 starten mit einem Vortrag von Christoph Jung. Und zwar Geodaten auf Smartphones, ein drittes Paradigma nach Desktop und WebGIS Fragezeichen. Ich bin sehr gespannt, was Christoph uns gleich erzählt. Wenn Sie Fragen haben, wie die letzten beiden anderen Tage auch, rechts im Venulus neben Ihrem Bild finden Sie einen Fragentab. Da können Sie Ihre Frage reinschreiben. Wenn schon ein Mitzuschauer dieselbe Frage gestellt hat wie Sie oder Sie die Frage gut finden, können Sie diese nach oben voten und im Anschluss an den Vortrag werden wir dann gucken, dass wir so viele Fragen wie möglich innerhalb der 5 Minuten noch beantwortet bekommen. Und von daher bleibt mir jetzt nur noch zu sagen, viel Spaß mit dem Vortrag. Bitte schön, Christoph, du bist dran. Hallo und herzlich willkommen zu meiner Präsentation für die Vosges 2021. Mein Name ist Christoph Jung und ich möchte in den nächsten Minuten über ein Thema sprechen, das meiner Meinung nach auf Konferenzen in der GIS-Branche etwas zu kurz kommt. Und das ist das Thema Geodaten auf Smartphones. Und im Laufe des Vortrages möchte ich herausstellen, warum nach Desktop und WebGIS das Smartphone die Plattform ist, die von der GIS-Branche viel stärker in den Fokus gerückt werden sollte. Grundsätzlich geht es unabhängig von der Plattform, auf der wir irgendwelche Systeme oder auch Informationen präsentieren, um Karten. Ja, egal, ob wir auf einem Desktop-GIS sind oder einem Web-GIS, immer geht es um Karten, die man präsentieren möchte, im Idealfall interaktiv. Ursprünglich gab es nur analoge Karten, die noch von Hand gezeichnet wurden, aber durch die Verbreitung von Computersystemen und auch der Entwicklung von geografischen Informationssystemen war es möglich, auf dem PC mit georeferenzierten Daten schnelle und vielfältige Karten zu erstellen. Und die Entwicklung und Verbreitung von Webtechnologien hatte auch auf die GIS-Branche eine sehr große Auswirkung. Ja, so haben sich webbasierte GI-Systeme, also WebGIS, herausgebildet, die wesentlich weniger Funktionsumfang haben als Desktop-GIS, aber dadurch nicht mehr diese Expertenanwendungen waren, deutlich einsteigerfreundlich für die Anwender waren und so eine viel größere Verbreitung von Geodaten befördert haben. Google Maps und OpenStreetMaps sind Anwendungen und Projekte, die heute in aller Munde sind und milliardenfach genutzt werden. Aber das ist nicht das Ende der Entwicklung, denn mittlerweile haben wir ein neues Thema, dem man sich stellen muss, und das ist das Smartphone. Die Frage ist, wie Geodaten momentan auf Smartphones präsentiert werden können und wie man das vielleicht auch in Zukunft besser machen könnte. Mobil ist das Thema, das Auswirkungen auf viele Bereiche in der IT hat, auch auf die GIS-Branche. Ich habe mal eine Statistik rausgesucht über den Anteil mobiler Suchmaschinenaufrufe in den USA und wir sehen hier, dass wir in einem Zeitraum Ende 2016, Anfang 2017 den Punkt hatten, dass die Mehrzahl der Suchmaschinenaufrufe über mobile Endgeräte stattfand, also Smartphones und Tablets. Heutzutage sind Smartphones die Endgeräte, mit denen der meiste Internet-Traffic produziert wird und mit denen die meisten Internetnutzer in das Internet gehen. Das heißt, möchten wir über Webtechnologien eine GIS-Anwendung präsentieren oder Geodaten präsentieren, dann kommen wir nicht daran vorbei, uns die Besonderheiten eines Smartphones anzuschauen und Anwendungen speziell auch für Smartphone-Nutzer zu konzipieren und bereitzustellen. Jetzt könnte man ja meinen, wir haben ja WebGIS-Technologien. Ein WebGIS läuft im Browser und damit läuft das ja auf dem Desktop-PC und auf dem Smartphone, also eigentlich plattformunabhängig, so eigentlich ein Browser. So ist es auch. Als Beispiel habe ich hier mal den Baustellenatlas des Freistaates Sachsen rausgesucht. Dieser verfügt über eine Desktop-Version und über eine Mobilversion. Eine andere Möglichkeit wäre, mit einem responsiven Design WebGIS so zu gestalten, dass sie sich entsprechend der Größe und Form des Bildschirmes auf dem Endgerät anpassen. Das funktioniert aber tatsächlich gar nicht so toll. Ich habe jetzt hier mal drei Anwendungen herausgesucht aus dem Internet, die demonstrieren, dass das Ganze eben gar nicht so gut läuft. Wir haben links den Baustellenatlas des Freistaates Sachsen, wie eben schon gezeigt, in der Mitte das Geoportal der Republik Polen und rechts den Katalog
für isländische Vulkane. Und wir sehen bei allen drei Anwendungen, dass diese schlecht, teilweise sogar gar nicht bedienbar sind auf dem Smartphone. Das heißt, Smartphone-Nutzer werden ausgeschlossen von der Nutzerschaft dieser Anwendungen. Da das aber über 50%, also die Mehrzahl der Nutzenden sind, schränken wir natürlich total die potenzielle Nutzerschaft auf unsere Anwendungen ein. Die Frage ist, warum ist denn ein WebGIS oftmals auf dem Smartphone schlechter bedienbar? Und da gibt es drei große Themen. Erstens die Größe und die Form des Displays, etwas sehr Offensichtliches sicherlich. Wir haben natürlich auf dem Smartphone wesentlich weniger Platz und wir haben eine ganz andere Displayform. Das sorgt dafür, dass wir Überlagerungen oder Einblendungen von Sachinformationen anders gestalten müssen. Das sorgt aber auch dafür, dass wir überlegen müssen, welche Bedienelemente wirklich zwingend notwendig sind zur Bedienung einer Anwendung. Gerade das Thema herein- und herauszoomen ist etwas, was auf einem Smartphone sehr natürlich über Pinch-in und Pinch-out funktioniert. Und da stellt sich natürlich dann die Frage, ob man wirklich noch einen Plus- und Minus-Button zum Zoomen braucht. Nimmt man den raus, hat man gleich wieder mehr Platz geschaffen, um die Karte zu sehen oder andere notwendige Bedienelemente platzieren zu können. Das zweite Thema sind die Eingabemöglichkeiten. Auf einem Smartphone interagiert man über Touch, also Berührung. Das Berührung in der Regel mit dem Finger. Auf dem Desktop-PC habe ich dafür eine Maus. Die Genauigkeit, mit der ich Objekte anwählen kann, ist schon mal völlig unterschiedlich. Genauso aber auch verfügt nicht nur die Karte auf dem Smartphone über Multitouch-Fähigkeiten. Habe ich ein WebGIS, das im Browser dargestellt wird, dann hat auch der Browser natürlich Interaktionsmöglichkeiten über Berührung. Zum Beispiel kann ich von links nach rechts wischen, um eine Internetseite zurückzugehen. Solche Interaktionen zwischen Karte und Browser könnten sich aber überlagern und führen dann eben gerne auch mal zu Fehleingaben, was natürlich die Unzufriedenheit unter den Nutzern verstärkt. Der dritte Punkt sind die unterschiedlichen Nutzungsgewohnheiten. Wir haben auf den Plattformen Desktop-GIS, Web-GIS und Smartphone unterschiedliche Nutzergruppen versammelt. Ein Desktop-GIS wird in der Regel von Experten genutzt, die sich in der Anwendung von einem GI-System, aber auch im Thema Geodaten sehr stark auskennen. Zum Smartphone hin nimmt dieses Expertenwissen hin ab. Noch dazu dominieren auf Smartphones die beiden Anwendungen Google Maps und Apple Karten. Und deren Nutzung ist sehr entscheidend für die Prägung der Nutzerschaft und für die Nutzungsgewohnheiten, die man natürlich dann auch als Erwartung an eine andere Anwendung hat. Ich habe beispielhaft hier mal ein Bild rausgesucht für Apple Karten. Am Google Maps läuft das genauso. Und geschaut, was diese Anwendungen eigentlich so ausmachen. Es sind eigenständige Applikationen, was die Fehlbedienung, weil Gesten mal vom Browser, mal von der Karte interpretiert werden, verhindern. Des Weiteren lassen sich diese Anwendungen natürlich auch viel stärker in Dienste des Betriebssystems einbinden, zum Beispiel Sprachassistenten oder auch Schnittstellen zu anderen Apps. Thema wäre hier zum Beispiel, dass man ein Routing anbietet oder standortbasierte Erinnerungen aufruft. Das zweite Thema ist, es gibt keine granulare Ebenensteuerung, wie wir sie aus einem Desktop-GIS kennen. Die Steuerung eines Karteninhaltes über Ebenen ist etwas sehr GIS-spezifisches. Und Personen, die keine Erfahrung mit GIS haben und sich auch noch nie Gedanken gemacht haben, wie der Aufbau einer digitalen Karte funktioniert, ist dieses Thema immer neu. Und auch das Logo, das für uns als GIS-Experten völlig selbstverständlich ist, wenn es darum geht, eine Ebenensteuerung darzustellen, also die aufeinander liegenden Kacheln, ist für Personen und für Nutzende, die keine GIS-Erfahrung haben, eben nicht selbsterklärend. Google Maps und Apple Karten zeichnen sich dadurch aus, dass sie auf ein Themengebiet fokussiert sind und nur einzelne kuratierte Themen anbieten. Und der dritte Punkt ist die Interaktion mit dem Karteninhalt und Sachdaten abfragen. Aus dem GIS-Bereich kennen wir, dass man mit allen Kartenobjekten eine Interaktion durchführen kann, also sie also anklicken kann, um Sachdaten zu erhalten. Ob es nun ein Punkt, Linie, Polygon ist oder eben auch Rasterdaten, schon allein um ein Pixel-Value zu erhalten. Das ist aber Menschen, die noch nie etwas mit GIS zu tun hatten, nicht selbstverständlich. Ja, die sehen eine Karte und wollen einfach visuell Informationen erhalten. Um weitere Informationen bereitzuhalten, nehmen Apple Karten und Google Maps zusätzliche Marker in ihre Karte auf, die eine Interaktion suggerieren und sich optisch stark vom restlichen Karteninhalt abheben. Und über diese Punkte oder Marker
ist eine Sachdatenabfrage möglich. Diese zusätzlichen Marken sind auch viel einfacher per Finger zu berühren und zu treffen als beispielsweise eine 1 mm dünne Linie. Ja? Und genau solch eine Anwendung, ja, also einen relativ vorkuratierten Inhalt mit einer Überlagerung durch Marker, ist heute schon mit OGC-Diensten möglich. Das heißt, das ist kein Geheimwissen von Google Maps und Apple Karten. Wir können mit Geodateninfrastrukturen, die OGC-Dienste anbieten, wie WMS, TMS, WMTS und WFS, heute schon genau solche Applikationen erstellen. Und zwar im Gegensatz zum WebGIS-Bereich, eben ohne die Zuhilfenahme zusätzlicher Frameworks und Bibliotheken, Dritte, die man auch immer wieder aktuell halten muss, sondern es geht heute schon mit den Entwicklungswerkzeugen, die die Hersteller Google und Apple uns schon mitgeben. Und das möchte ich im Folgenden präsentieren. Ja. Wir sehen hier die Entwicklungsumgebung Xcode, um für iOS zu entwickeln. Und ich habe einfach mal ein kleines groben Grundgerüst für eine kartenbasierte App erstellt und möchte einfach mal zeigen, wie man hier OGC-Dienste einfügen kann. Grundsätzlich sehen wir hier schon den ersten Marker, den ich gesetzt habe. Um diesen zu beschreiben, habe ich einfach eine Klasse erstellt, die alle notwendigen Informationen mitgibt, um solche einen Marker zu erstellen. Der hat einen Title, einen Subtitle und eine Koordinate. Wichtig, die Geodaten müssen, damit ich sie hier nutzen kann, alle im Koordinatenreferenzsystem EPSG 4326 vorliegen. Und dann ist es immer wichtig, dass ich einen MapView, das ist sozusagen die Karte, die wir hier haben, noch etwas beschreibe mit Daten. Ich muss der Daten mitgeben, die angezeigt werden sollen. Das ist hier meine, ich habe das jetzt Start Annotation genannt. Und es gibt eine Methode, die nennt sich Update UI View, die ich überschreiben muss. Und in der gebe ich einfach meine Daten mit. Da habe ich einfach die Variable View, der ich per Funktion Add Annotation meine Start Annotation mitgeben kann. Und mehr ist es tatsächlich schon gar nicht. Und ich zeige das Ganze an. Ich habe auch schon mal ein bisschen was vorbereitet, das will ich noch mehr sehen. Jetzt haben wir hier natürlich den Kartenhintergrund von Apple. Wir können aber auch einen ganz anderen einrichten. Dafür habe ich mal vorbereitet. Ich habe hier eine Variable TMS gemacht und habe hier OpenStreetMap als TMS angegeben. Damit das Ganze dann angebunden werden kann, muss ich das in meinem MapView, den ich überschreibe, natürlich noch mitgeben als Variable. Und diese muss am Ende meinem View in der Funktion Update UI View auch mitgegeben werden. Sehen wir hier Add Overlay und hier gebe ich den Self-TMS, also die Variable mit dem OpenStreetMap TMS mit. Bei einem Tile Overlay kann ich auch sagen, dass er den Karteninhalt ersetzen soll. Das heißt, ich habe damit eine andere Hintergrundkarte und wenn wir jetzt hier drauf gehen, und wir sehen, dass wir jetzt nicht mehr die Apple-Karten im Hintergrund haben, sondern OpenStreetMap. Das ist erstmal nur die Hintergrundkarte. Die Frage ist jetzt aber, wie können wir jetzt ein WMS einbinden für das Ganze? Und zwar habe ich hier einfach mal Daten für die Kantone der Schweiz rausgesucht, ein WMS. Und der wird auch als Teil-Overlay hinzugefügt. Den Teil-Overlay muss man leider überschreiben und kann dann die Kacheln hinzufügen. Hier haben wir dann einen WMS, der nicht mehr den Inhalt überschreibt, sondern der das Ganze ergänzt. Und wir sehen, hier kommt ein zusätzlicher Dienst hinzu. Das Überschreiben ist natürlich nicht so schön, weil es natürlich das nicht ganz so einfach macht. Man sieht hier, die lilanen Linien sind die Grenzen der Kantone der Schweiz. Hat aber den schönen Vorteil, dass hier pro Kachel, die man eigentlich aus dem TMS kennt oder WMTS, ein WMS-Request gemacht wird. Das heißt, nicht für den gesamten Screen wird ein WMS-Request erzeugt, sondern immer nur für die einzelnen Kacheln, sodass stückchenweise das Bild aufgebaut wird. Nachteil ist, man hat natürlich mehrere Requests, die man an den Server sendet und der natürlich entsprechend mehr Last hat. Man sieht, es geht momentan schon mit Bordmitteln, einen WMS und TMS einzubinden. Das Problem ist aber, ist gar nicht so einfach. Ich habe auf GitHub ein neues Projekt gestartet mit dem Namen Malinki, in dem möchte ich ein Framework oder ein Grundgerüst für eine kartenbasierte mobile App, startend mit iOS, erstellen, sodass es rein per Konfiguration möglich sein soll, WMS, TMS, WMTS und WFS in die eigene App einzubinden und so
Apps deutlich einfacher und schneller zu erstellen, sodass wir die Nutzer, die die Mehrheit darstellen, und das sind Smartphone-Nutzer, mit auf sie abgestimmten Anwendungen versorgen können. So viel zum Thema Geodaten auf Smartphones, beziehungsweise meine Gedanken, die ich habe zu dem Thema. Ich hoffe, es war ein bisschen spannend, Sie konnten was mitnehmen. Momentan ist noch nicht so viel los in dem Repository auf GitHub, aber ich hoffe, dass ich in einem Jahr bei den nächsten Foskis Ihnen dann wieder ein bisschen was präsentieren kann dazu. Vielen Dank. Ja, danke auf jeden Fall, Christoph, für diesen interessanten Vortrag zum Thema Geodaten auf Smartphones. Schön, dass du hier bist und wir noch ein paar Fragen beantworten können. Tatsächlich kamen auch gerade kurz vor Ende noch zwei quasi in den Fragen-Tab rein. Fangen wir mit der ersten an. Auch so ein bisschen kritisch, so ein bisschen, wo der Bezug zu FOSS ist, gerade weil Apple und Google ja sind die jetzt plötzlich en vogue auf der FOSS-Szene. Kannst du vielleicht einfach was dazu sagen? Ja, es sind ja eigentlich beide Fragen ein bisschen kritisch, insofern auch mal schön, so ein Thema zu haben. Natürlich sind Apple und Google nicht free and open source, das ist richtig, ja, aber ich kann natürlich in den entsprechenden Werkzeugen, die es gibt, eben Dienste einbinden, die eben aus der FOSS-Szene kommen. Und das ist eine ganz wichtige Sache. Ich meine, jeder muss ja auch irgendwo mal Geld verdienen und man kann natürlich auch Bezahl-Apps auf Plattformen für Android und iOS bereitstellen. Und es wäre schön, wenn ich meine, wenn ich als Diensteanbieter eine quelloffene GDI einsetze, dass ich diese Dienste beispielsweise in WMS, in WFS etc. eben auch in meinen Apps dann eben auch einbinden kann. Oder ich muss bis wegen auch immer wegen irgendwelchen Restriktionen in-house Applikationen einsetzen, die halt closed-sourced sind. Und dann möchte ich natürlich auch Werkzeuge, die ich schon habe, wenn ich zum Beispiel halt einen Geo-Server nutze und dann WMS publiziere, eben auch nutzen, um dann die Kollegen entsprechend zu unterstützen. Insofern sollte das jetzt weniger eine Werbung sein, um auf Google oder Apple zu entwickeln, sondern zeigen, dass auch auf diesen Plattformen man mit FOSS-GIS arbeiten kann. Ja, auch noch eine spannende Frage, die auch gerade ganz viele Votes bekommt, die sicherlich auch viele interessiert, ob es eine native Möglichkeit gibt für OGC-Dienste, ob es die nur auf iOS gibt oder auch auf Android. Die Frage. Also gibt es diese native Möglichkeit für OGC-Dienste nur auf iOS, weil das ist ja gerade auf iOS gezeigt, oder auch für Android? Die gibt es genauso auch für Android. Letztendlich machen wir hier nichts anderes, als ein HTTP-GET-Request zu machen. Also das ist ja, die OGC-Dienste sind ja total simpel eigentlich gemacht, dass es ja eine REST-API hat und alles zustandslos ist. Das heißt, ich kann das ja tendenziell auch alles von Hand relativ einfach über irgendwelche HTTP Libraries am Ende nachprogrammieren. Ne? Das ist ja das Schöne an den OGC-Diensten. Genau. Dann genau die zweite Frage, die eben auch reinkam. Wenn ich ein Engineering-Team habe, die bereits WebGIS programmieren, welche Eigenschaften sollte die höhere Engineering-Kosten für native Entwicklung rechtfertigen? Dann glaube ich, eine sehr interessante Frage. Die Frage kommt immer, wenn irgendwas ist, wenn man irgendein neues Produkt einführen möchte, auch in-house, das habe ich in meinem Arbeitsleben auch ständig zu tun, wenn wir nicht mit der eierlegenden Wollmilchsau noch das fünfte Produkt herstellen wollen. Es ist immer die Frage, auf was ich abziele. Wenn ich natürlich sage, ich möchte ein allgemeines Werkzeug haben, mit dem ich relativ einfache Sachen machen möchte für einen begrenzten Nutzerkreis, der sich entsprechend auskennt, dann brauche ich das nicht machen. Möchte ich aber letztendlich vielleicht irgendeinen Mehrwert schaffen, auch zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Kommune bin oder ein Landkreis oder ein Bundesland und ich möchte den Bürgern einen hohen Mehrwert geben, dann haben eben mobile Applikationen mehr Funktionsumfang, gerade in der Integration in das Betriebssystem, als das Web-Applikationen haben. Genau, das ist der Vorteil. Ob sich der am Ende monetär rechnet durch den größeren Aufwand, sei halt dann die Frage. Genau deswegen möchte ich aber das Projekt, was ich am Ende gesagt habe, mit Malinki eben starten, dass man eben viel einfacher eine relativ simple, nur auf Konfiguration basierende App erstellen kann, dass eben diese Entwicklungskosten, die man immer machen muss, einfach mal wegfallen oder zum Großteil, weil Frameworks oder ich sag mal auch Prototypen, um WebGIS bereitzustellen, das haben wir im GIS-Bereich schon. Gerade wenn ich im QGIS-Bereich bin mit dem Plugin QGIS2Web, kann ich sehr einfach eine simple Webanwendung auf Knopfdruck herstellen. Das klappt jetzt auch nicht bei allen Sachen immer super, aber da kann ich schon was. Und sowas fehlt eigentlich im Mobile-App-Bereich und damit fallen natürlich Smartphone-Nutzer schnell auch mal ein bisschen runter, gerade auch, weil ich natürlich ein bisschen auch denken muss, wie muss ich dann
dann meine Dienste auch konfigurieren bezüglich Sichtbarkeit, weil ich habe ein kleineres Display. Wenn ich das gesamte Objekt sehen möchte, zum Beispiel ein sehr großes Flurstück, dann muss ich halt weiter rauszoomen als auf meinem Desktop-Rechner. Ja? Solche Sachen muss ich dann halt bedenken. Wenn ich das natürlich nicht mache und sage, ich möchte die gleiche Karte, die ich auf einem Webcam habe, 1:1 auch, wie ich sie auf dem Desktop sehe, auch auf dem Smartphone sehen, dann ist der Aufwand, eine Mobile-App zu machen, eigentlich dann nicht mehr gerechtfertigt. Wenn ich aber wirklich mich spezialisieren möchte auf den Smartphone-Nutzer, dann komme ich da eigentlich fast gar nicht mehr drum rum. Hier kam eine Frage nach dem Code. Du hattest gerade ja auch einen GitHub-Link gepostet. Findet man da auch den Code als Beispiel? Noch nicht, so weit bin ich noch nicht. Okay. Ich habe das erst gestartet. Aber wirst du tun quasi. Genau, ich hoffe, dass ja, ich bis das zur nächsten Foskes vielleicht so weit bin, dass ich da schon was präsentieren kann. Ich habe jetzt angefangen, erstmal nur so ein bisschen in Richtung Architektur, mir das alles zu machen. Das Erste, was man ja macht beim Softwareprojekt, ist immer viele Slides zu erstellen. Wie stellt man sich was vor und wie sieht der Prototyp aus? Ne? Ehe man dann ans Programmieren rangeht. Also, aber ich denke, da gehe ich bald los und ich hoffe, dass ich dann im nächsten Jahr dann schon ein bisschen was präsentieren kann zu dem Thema. Genau. Ja, ich glaube, und wenn du zwischendurch einfach die Demo-Sachen von heute dahin packst, sind die Leute, glaube ich, auch schon glücklich. Ja. Genau, eine Frage schaffen wir noch. Smartphone-Nutzer sind die Mehrheit und bisher in der Foskes-Szene immer noch nicht ausreichend berücksichtigt. Aber ist eine PWA-Web-App nicht die zukunftsfähigere, weil offenere Plattform? Auch eine sehr interessante Frage. Da muss ich jetzt kurz fragen, was ist ein PWA-Web-App? Vielleicht, Jetzt oute ich mich gleich, dass ich was hier nicht weiß. Ne? Nö, alles gut. Eine Progressive Web App quasi ist damit, glaube ich, gemeint. Okay. Also, dass wir hier hybride App reingehen, also sprich, das gekapselt haben und dann, oder in welche Richtung geht das dann? Genau, quasi so ein bisschen, sag ich mal, eine Responsive Webseite, aber als App. Ja. So würde ich das verstehen, genau. Das Thema gibt es ja in allen Bereichen, wo man irgendwo mit Mobile-Apps zu tun hat. Ich war früher auch ein großer Anhänger von Werkzeugen, die universal einsetzbar sind. Das hat sich im Laufe der Zeit auch berufliche Erfahrung ein bisschen so gemacht, dass ich immer mehr in die Richtung gegangen bin, dass ich mehr spezialisierte Tools haben möchte, die für entsprechende Plattformen wirklich konzipiert sind. Deswegen bin ich halt, man hat es vielleicht gesehen an der Präsentation, ein bisschen im Apple-Umfeld privat gelandet und bin der Meinung, man sollte vielleicht, oder ich persönlich möchte halt doch mehr die nativen Werkzeuge, die man von Google und Apple bekommt, dann unterstützen und nicht auf hybride Apps gehen. Ja. Ist aber eine rein persönliche. Genau, ist ja auch. Und wo sich die Welt hin entwickelt, wenn man das jetzt wüsste, dann insofern. Das ist ja auch schön zu wissen. Mit Blick auf die Uhr schaffen wir die eine letzte Frage auch noch. Vielleicht kannst du da was zu sagen. Mit welchen FOSS-Tools sollen/können denn am besten entsprechende Dienste bereitgestellt und getestet werden? Das ist eigentlich völlig egal, denn die OGC-Dienste zeigen einem ja nicht an, was für ein Server dahinter steht. Ja? Also wenn ich eine Anfrage, kann mir eigentlich völlig egal sein, ob das ein ArcGIS-Server ist, ob das ein Geo-Server ist, ein Web-Server. Hauptsache, ich habe einen OGC-konformen Service am Ende. Ne? Also insofern ist das eigentlich völlig frei, ne? Was man da nimmt. Alles klar. Wunderbar. Dann danke ich dir auf jeden Fall nochmal für deinen Vortrag und danke auch, dass du für die etwas kritischen Fragen, ist ja auch mal ganz gut, wenn nicht nur alles geschluckt wird, zur Verfügung standest. Und von daher haben wir jetzt hier 5 Minuten Pause. Sie können den Raum wechseln, Sie können aber auch gerne hier bleiben, weil hier geht es nämlich gleich um 9.30 Uhr weiter mit Armin Reterath, Mr. Map, Geoportal RLP Reloaded. Gab es, glaube ich, letztes Jahr auch schon einen Vortrag zu. Und von daher bin ich gespannt, was da dieses Mal kommt. Und von daher würde ich sagen, bis gleich. Ciao. Tschüss.